So, hallo und wieder ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer kleinen Aufnahme vom Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, so ein bisschen als Ersatz für die Portal 2 Koop Testkammern. Da habe ich den Adi leider nicht mehr zu fassen bekommen zum Aufnehmen. Deswegen gibt es jetzt zwei kleine fidele Völkchen Euro Truck Simulator 2 als Ersatz. Und ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Das mache ich gleich nochmal. Was machen wir mal? 17 Minuten und Start. Wunderbar, ich glaube, das dürfte einigermaßen funktionieren. Wir sind ja immer noch auf dem Weg, ich weiß gar nicht wohin. Auf jeden Fall sind wir noch auf dem Weg und kurz vor dem Ziel. Die Frage ist, blende ich das Menü wieder ein? Das, nein, F1 war es nicht. Was? Benutze den Mauszeiger, um Loot Eraser zu bearbeiten? Nein, möchte ich nicht. F3, oder? Oh, wunderbar, da sehen wir ihn wieder. Und wir sind noch knapp 2 Stunden vom Ziel entfernt. Denn, was transportieren wir denn da mal? Ich muss mir kurz Überblick verschaffen, nee, ist ja falsch. Wir transportieren Kalium nach Madrid. Okay, warum nicht? Das heißt, die 20 Tonnen Kalium werden auch schon bald erwartet. Bedeutet, wir schmeißen uns hier das Steuer. Das war hier. War das hier? Oh, einwandfrei. Unsere Stuff-LKWs. Und dann denke ich, bekommen wir vielleicht noch mal ein kleines bisschen LKW-Abwechslung, wenn wir dann einen neuen Auftrag annehmen. Ach, Feststellbremse ist gezogen. Die machen wir vielleicht mal raus. Ach, und das Radio fehlt. Das Radio fehlt, da war ja was. Ich habe vor allem auch die Playlist erweitert. Das sind jetzt hier irgendwie um die 4 Stunden aus der YouTube-Audio-Bibliothek. Was machen wir denn gerade mal? Was haben wir da Tolles? Sunday Drive. Hört sich gut an, oder? Machen wir einfach mal an. Jo. Denke ich, passt ganz gut zur Stimmung. Und für die, die wissen wollen, was ich da für Lieder drin habe, die können einfach sich die Stelle im Video nochmal anschauen oder pausieren, weil ja, das dann alles irgendwie zu synchronisieren mit der Zeit, was ich gerade wo, wie Video verwendet habe, ist, denke ich, viel zu aufwendig. Die kommen auf jeden Fall, habe ich festgestellt, immer in Reihenfolge. Dies bedeutet, dass sie nicht random abgespielt werden, sondern die kommen so in der Reihenfolge, wie sie in der Playlist sind. Also quasi nach Buchstaben sortiert und dann dürfte es eigentlich kein Problem sein, einigermaßen nachvollziehen zu können, was da ist. Also tut mir leid für alle, die irgendwie ganz genau wissen wollen, was da für Musik ist, aber ich glaube, das wäre ein viel zu enormer Aufwand und ja, das muss nicht sein. So. Also, bei mir ist die Musik auf dem Kopf ein bisschen leise. Aber was will man tun? Egal, man kann auch nicht alles haben. So. Wir fahren auf jeden Fall nach Madrid, haben es auch nicht mehr allzu weit und ja, dann würde ich sagen, können wir uns dann vielleicht mal mit unserem Guthaben, was wir auf der Bankkante haben, vielleicht mal hinsetzen und schauen, was wir denn mit unserem Unternehmen anfangen. Wir haben ja auch schon expandiert, soweit ich weiß. Also wir haben, glaube ich, 2 Mitarbeiter. Und was wir denn sonst noch anfangen können, würde ich sagen, schauen wir dann vielleicht mal danach. Ist da vielleicht auf der Spur bleiben, habe ich gehört, ja. Aber es wird irgendwie dunkel oder kommt mir so vor. Es ist irgendwie echt seltsam dunkel. Naja. Kann auch mein Bildschirm liegen, der eh die ganze Zeit dunkel ist. Naja. Also, was kann ich hier mal erzählen? In der Euro Truck Simulator 2 haben wir jetzt 2 Folgen. Für heute und übermorgen quasi als Ersatz der Portal 2 Koop-Testkammern. Und das ist hier leider noch im Voraus aufgenommen, das tut mir leid. Aber es ist so, dass es quasi der Mittwoch ist, der Mittwoch nach den Abitursklausuren. Das heißt, gestern habe ich dann, wenn alles gut läuft, meine letzte Abitursklausur geschrieben. Oh, ein Blitzer, sagte er und rauschte in ihn rein. Naja, egal, wir haben Zeit. Müsste ich gestern quasi Chemie als letztes Abiturfach geschrieben haben. Und dann dürfte es, denke ich, also warte mal, da kommt Freitag eine Folge und dann dürfte es Samstag, Sonntag, die wird einer brandaktuellen Folge von Omsi weitergehen. Ich hoffe, die Überraschung letzte Woche Donnerstag ist geglückt mit dem Omsi. Die war zwar nicht allzu professionell, wie mir aufgefallen ist, aber hey, so ein bisschen Omsi für zwischendrin tut doch ganz gut. Und sich hier jetzt wieder hin das Steuer zu setzen, macht auch richtig viel Spaß. Muss ich sagen, finde ich mal wieder genial hier. Wunderschön. Wir werden gleich vielleicht noch einen anderen Auftrag bekommen und in andere Lande aufbrechen. Dann ist das doch alles wunderbar einwandfrei. So, jetzt stirbt der LKW hier hoch. Naja. Holla, er stirbt aber sehr stark. Naja, was will man tun? Ich habe auch leider irgendwie gar kein Thema, über das ich quatschen könnte. Das war jetzt relativ spontan. Ist einfach so, kann man nichts machen und ist vielleicht auch für mich ein bisschen gut, um nicht aus der Übung zu kommen, so ein bisschen zwischendurch. Bescheuert auf. Ah, die Musik ist schön. So, tanken brauchen wir nämlich auch nicht. Wir sind bald da und so Trinken habe ich natürlich auch nichts. Yay, egal.
2 Stunden Pappmaul, warum nicht? Schön. Also hier trennen wir uns anscheinend ein bisschen von der Gegenrichtung, aber auch nicht allzu weit. Und in einer Stunde haben wir es dann geschafft. Dann sind wir in Madrid, sind wir angekommen und können schauen, was wir uns denn sonst noch für einen Auftrag einverleiben können. Dann vielleicht mal mit einem etwas leistungsstärkeren LKW. Aber trotzdem darauf hoffen, dass wir in interessante Gefilde abtauchen, denn ja, Autobahn, muss ich sagen, finde ich nicht sonderlich spannend. Ich mag also die unterschiedlichen Landstraßen, die sich irgendwie durch... nein, das heißt nicht zwängeln, das heißt zwängen. Heißt es zwängeln? Nein, schlängeln, das war das Wort. Ja, das üben wir nochmal ein bisschen mit dem Reden. Ja, ja. Egal. Zu Trick habe ich, wie gesagt, nichts. Ist ein bisschen schade, aber hey. Was will man tun? Außer entspannter Musik brauchen wir doch auch gar nichts zum Leben, oder? Habe ich irgendwas verpasst oder hat sich das in den letzten Monaten geändert? Also ich lebe generell nur von entspannter Musik, müsst ihr wissen. Und deswegen... Essen wird eh bewertet und trinken sowieso. Naja, so ist das. Jo, die letzte Dreiviertelstunde hier. Ja, ich versuche echt ganz verzweifelt, das zu überquatschen. Oh, die Kreditrate. Ich habe gerade gedacht, wir sind wieder geblitzt worden, aber... Das von unseren Kreditraten ist okay. Die Frage ist natürlich auch, wie lange wir den Kredit noch haben. Das können wir natürlich auch mal gleich anschauen. Dann haben wir in der Folge am Ende noch so ein kleines bisschen Firmengewusel. Ist, denke ich, auch mal nicht schlecht, so ein bisschen was über unsere Wirtschaftslage zu erfahren. Wie es denn so finanziell aussieht. Wo uns der Weg hintreiben wird. Ob wir den finanziellen Ruin abrutschen. Oder ob es uns gut gehen wird. Naja. Bin mal gespannt. Wir nehmen einfach mal die Ausfahrt nach Madrid. Okay, ich fahre etwas entspannter. Das nehme ich mir jetzt gerade mal vor. Schön. Wobei ich muss sagen, ich komme mit den Anzeigeinstrumenten von dem LKW nicht ganz klar. Also der Drehzahlmesser ist etwas seltsam gedreht. Nein. Okay, sorry, tut mir leid. Der war so erbärmlich schlecht. Der ist aber echt etwas seltsam gedreht, muss ich sagen. Und auch der Geschwindigkeitsmesser ist etwas klein. Josh, das ist halt mein Tachometer. Ja, ich wusste das bereits. Oh, toll. Genial, so. Die letzten Meter. Hätten wir aber noch in der letzten Folge schaffen können. Naja, egal, was man tut. Und es wird extrem dunkel. Das irritiert mich ein bisschen. Muss das so? Aber die Sonne scheint auch gerade gar nicht. Hilfe, wo bist du hin, Sonne, wenn man dich braucht? Aber vielleicht haben wir dann... Egal, wo es uns dann gleich mal wieder hin verschlägt, haben wir vielleicht ein kleines bisschen besseres Wetter. Hier ist auch wieder schön. Passt auch zur Musik, die... Wobei, das Lied kenne ich irgendwie irgendwoher. Naja. Wie gesagt, die Playlist ist ein kleines bisschen aufgestockt, sollte relativ viel Vielfalt bringen mit an die 4 Stunden Musik. Das heißt, der Euro Truck Simulator kann dann irgendwie auch zukünftig etwas häufiger kommen. Naja. Und, ja, wir sind da. Die Frage ist, wo wir einparken müssen. Erster Aufenthalt in Madrid. Oha. So, dann haben wir da noch die 2 Fragezeichen. Wir zeigen die Klappe mal gerade mal ab. Denn wie gesagt, so Arbeitsagenturen und Händler zu entdecken hat auch Vorteile. Erst recht, wenn es eben nur so ein paar Meter sind. Warum haben wir das nicht registriert? Ach, weil er wahrscheinlich unter uns ist, oder? Oder was sagt ihr dazu? Nee. Also wir machen mal den kleinen Schlenker nach da rechts. Ja, schau mal, da links geht's doch hin. Ja, ich habe erklärt, was ich mache. Sicht vielleicht richtig stellen. So. Einmal rum und runter hier. Da haben wir auch noch ein bisschen was abgeklappert und haben dann zukünftig für unsere Firma ein kleines bisschen mehr Auswahl an Fahrzeugen und an qualifizierten Arbeitern. Ja, genau so ist es. Was haben wir denn hier? Schöne Gebäude. Gefällt mir. Ich weiß zwar nicht, welche Sehenswürdigkeit das irgendwie darstellen soll, weil ich kenne mich irgendwie in Städten gar nicht aus. Aber hey, was meinst du? Ohne LKW, ohne Anhänger. Toll. Die Tests irgendwie Auflieger, das, naja, egal. So. Was haben wir hier? Eine Arbeitsagentur. Wunderbar. Hier können Sie Leute einstellen, die dann für Ihre Firma fahren werden. So. Dann machen wir da vorne noch großes Grün. Dankeschön, lieber Abend. Ich bin sehr stolz auf dich. So, dann können wir da vorne noch wahrscheinlich einen Händler entdecken. Was haben wir denn? Sieht nach Mercedes aus, oder? Bus kann auch ein bisschen früher bremsen, aber egal. Sag nicht, damit es einen Unfall gebaut. Ach, die können sogar von ihrem Pfad abweichen. Finde ich interessant. Das kann um die KI nicht, naja. Brauchst du, denke ich, aber auch nicht. Doch, war ich schon ganz praktisch. Aber finde ich toll, dass die KI so ihre
verursachenden Stau selber löst und dann können wir vielleicht auf dem Firmengelände auch umdrehen oder fahren wir geradeaus durch? Ich glaube, wir fahren geradeaus durch. Mal Majestic-Händler. Ich denke, es ist Mercedes an den Flaggen zu erkennen, aber kann aber was ganz anderes sein. Ich kenne mich im LKW-Gewerbe leider nicht aus. Bei Bussen habe ich noch halbwegs Kompetenz, aber bei Autos und LKWs, da hört es dann komplett auf. Da ist dann fertig mit der Welt, ne? So geht es nicht weiter. So, machen wir einmal den Schlenker da. Und bei gut gelauter Musik können wir dann, denke ich, gleich mal einparken. Nein, ich fahre nicht so schnell. Kopfhörerkabel, Hilfe. Ist ein bisschen kurz, fällt mir gerade auf. Egal. Naja. Muss ich alles irgendwie noch so ein bisschen umstellen, dass es etwas professioneller wird. Hier habe ich so das Gefühl. Naja. So. Treten aufs Gas, Kollege. Unter unseren letzten Kreisverkehr mit dem LKW, da können wir uns schon mal psychisch, mental von ihm verabschieden. Natürlich, das macht man von jedem LKW. Gar keine Frage, das muss so. So, und dann liefern wir hier unser Kalium hin. So, einmal rein hier. Kann man vor allem auch, habe ich in Chemie gelernt, wunderbar Kaliumhydroxid draus machen. Was man dann zum basisch machen von Flüssigkeiten benutzen kann. Wen es interessiert, wahrscheinlich gar niemand, aber okay. Oh, wir müssen rückwärts. Stimmt, einparken tut man rückwärts, Joshua, weil vorne hat ein LKW keine Ladung. Ja, das üben wir nochmal. So. Ach ja, ist jetzt einparken, Oil Truck Simulator, ist auch schon eine Weile her. Mach mal hier, so dritter Gang vielleicht. Ja, ich muss mit dem Schalten noch klarkommen, weil der LKW etwas mehr Gänge hat als ein Bus. Ein kleines bisschen, so. Einmal der Blick nach hinten. Boah, ist der laut. Aber ich glaube, das ist immer so. Das ist mir bloß noch nicht aufgefallen. So. Ganz gemütlich nach hinten tuckern, ein bisschen gegenlenken. Die Musik geht jetzt komplett unter, aber hey. Vielleicht ein bisschen so rum. Oh, Julian hat was eingenommen. Finde ich gut. Party hard. So. Jetzt sind wir gleich da. Vielleicht noch ein bisschen gerader. Stehen wir nicht gerade. Okay, wir fahren ein bisschen zurück. Vielleicht bringt es da was. Oh, hat sogar geklappt. Dann passt das soweit. Dann brauche ich nochmal umsetzen. Ja, jetzt. Die 0,5 mm, die treffen wir einwandfrei. Einmal T drücken, dann schauen wir uns mal die Statistik an. 854 Kilometer gefahren, 26 Stunden 50 gebraucht. Naja, 425 Liter Kraftstoff, was will man tun? Oh, und wir haben einen Levelaufstieg bedeutet. Den können wir gleich mal verteilen. Die Frage ist, wohin? Also Fernfahrten, denke ich, reicht von der Länge her, habe ich glaube schon mal erwähnt. Arg viel länger will ich unsere Fahrten erstmal nicht gestalten. Dann können wir hier, denke ich, zum einen ein bisschen mehr verdienen. Aber wenn wir hier freischalten, dann bekommen wir mehr Fahrten. Was haben wir denn? Explosive Stoffe, ich glaube. Nehmen wir explosive Stoffe. Machen wir einen ADR-Lehrgang. Und fühlen uns jetzt um einiges kompetenter, als wir davor waren. Genau, so. Zwischenzeit haben wir noch in der Folge. Das heißt, wir schauen mal nach unserer Firma, wie es uns denn so geht. Also, was haben wir denn Garagenmanager? Ich muss mich erstmal hier so ein bisschen eingewöhnen. Also, das sind wir. Wir haben natürlich keine LKW. Wir fahren immer ein paar Routen. Der gute Judan ruht sich gerade aus. Ist von seiner Fahrt zurückgekommen. Ist schon 2400 Kilometer gefahren und hat ein bisschen Profit gemacht. Das ist ganz gut. Ist auch in der Fahrerbewertung gestiegen. Die gute Tina ist gerade auf Straße und hat anscheinend nicht so die Burner-Fahrerbewertung, aber sie nimmt mehr pro Streckeneinheit ein. Das ist interessant. Also, was haben wir denn? Einkommen liegt auf jeden Fall über den Ausgaben. Hat Vorteile. Produktivität 51%. Was heißt das? Weiß ich nicht. Egal. Wir haben auf jeden Fall 105.000 Euro Guthaben. Was schulden wir denn der Bank noch? Oh. Gut, ich glaube, da werden wir noch eine ganze Weile lang dran ackern. Schön. Die Frage ist, ob wir 12% Zinsen. Hollala. Also hätte ich lieber woanders geliehen. Egal. Unsere Karriereentwicklung ist hoffentlich steil bergauf. Genau so sieht's gut aus. Was anderes brauchen wir denn nicht. Wir haben auch eine Bewertung von 2,5. Sind Level 8, das passt ganz gut. Und ich denke, allzu viel mehr brauchen wir auch gar nicht machen, gerade eben. Wir schwingen uns vielleicht mal wieder hinter das Steuer. Suchen mal nach einem Auftrag, damit wir in der nächsten Folge gleich mal mit dem Auftrag loslegen können. Das sieht gut aus, oder?
Ach, wir müssen auch Preis pro Streckeneinheit, deswegen sieht es so gut aus. Hab mich schon gewundert. Was haben wir denn an Gesamtpreis? So, von Madrid nach Marseille könnte man was fahren. Da sind wir, denke ich, aber auch relativ viel. Was können wir denn hier ausklappen? Ach, wir können es ja nach Herstellern sortieren. Ach nee, das ist uns egal. Wir sind einkommenorientiert. Was haben wir hier? Das sieht interessant aus. Wobei hier aber doch unsere Standardstrecke sind. Das ist ein bisschen ungünstig. Da unten sind wir wieder in der Wüste. Das war auch ganz schön. Ljubljana nach Berlin erschließen. Vielleicht Deutschland hat auch eventuelle Vorteile. Oder die Strecke sieht auch ganz interessant aus. Die Frage ist, wo wir immer rüberfahren. Ob wir darüber fahren oder darüber. Weil immer das gleiche fahren ist, denke ich, auf Dauer langweilig. Jetzt schauen wir erstmal nach dem Profit. Was macht denn am meisten Profit? Die sind alle ungefähr gleich. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nach Stuttgart. Schweiz. Okay. Der sieht auch nicht schlecht aus. Vor allem, weil wir nicht ewig unterwegs sind. Der Profit passt in meinen Augen. Hier haben wir den hochwertigeren LKW, muss ich sagen. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen die Fahrt hier. Mit unserem Scania haben wir die gleiche Route. Scania Highline. Ja gut, hier hätten wir einen Topline-LKW, aber ich denke, fürs Erste reicht das erstmal. Was hätten wir hier so zum Anbieten? Einen komischen Renault. Ein Scania ist hier normal. Okay. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich Ahnung von. Ich orientiere mich da so ein kleines bisschen an logischem Denken. Ja, machen wir das. Fahren wir hier durch die Meerenge von Gibraltar, ganz genau. Ich sage, nehmen wir den Auftrag an und setzen uns dann in der nächsten Folge in Bewegung. Das war's dann für heute. Soll nicht allzu lang werden, weil wer hat mittwochs Zeit, Folgen zu schauen. Also Freitag geht's dann weiter, übermorgen bei einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Ich sag tschüss bis dahin und wir können einfach mal... Was ist das? Oh, da oben ist ein... Gut, wir werden per Haftbefehl gesucht, das ist tragisch, aber wir begeben uns jetzt gleich mal... Da können wir wieder schönes Thumbnail von machen, würde ich sagen. Wunderschöne Thumbnail für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall auch in der Zeit, wenn es kein Omsi gekommen ist. Aber das kommt ja alles wieder noch. Also tschüss, bis denne.